Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich bin euer Wultak. Wir spielen Vikings Rules of Midgard weiter. Wir sind da bei den Feuerriesen und sind auch gut am Schwitzen ständig und suchen uns da jetzt einen Weg, um... Ach, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Surtur oder irgendwie so heißt der. Jedenfalls den Chef von denen da persönlich zu sprechen oder halt dann zu besiegen, eins von den beiden. Weil beim diplomatischen Geschick habe ich mal wieder bewiesen, dass ich keins habe. Es ist so viel besser, dass ich nicht in der Politik bin, ohne Witz. So, nochmal abkühlen. Und mit dem werden wir uns jetzt einmal unter vier Augen wahrscheinlich unterhalten wollen. So, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das kurz einen Schnitt reinmache. Weil stehen wir eh vor dem Boss quasi. Und versuche diese eine Türe zu öffnen. Ah komm, das machen wir. Ich mache jetzt schnell einen Schnitt und laufe kurz kartentechnisch noch einmal ab, um die Türe da unten zu öffnen am Anfang, wie wir in der ersten Folge von dieser Aufnahme gesehen haben, weil da ist noch ein Symbol. Dieses Symbol soll nach oben schauen. Wissen wir jetzt, werden wir so einstellen. Ich glaube, ich schmelze. Ja. Also werde ich das jetzt einmal so machen. Ich werde aber noch einmal kurz zum... Also das Kalte ist da unten zur Klimaanlage laufen. Weil das Schöne ist, man kann die Symbole untereinander nicht verstellen, sondern nur die Ausrichtung ändern. Und das mache ich jetzt schnell. Jetzt drücke ich kurz, mache ich kurz einen Schnitt. Für euch vergeht eine Sekunde. Für mich vergeht wahrscheinlich 10 Minuten suchen. Also bis gleich. So, hallo. Da sind wir wieder, die Tür ist offen. Dieses Symbol hatte ich verkehrt herum. Ja, es ist ja heiß, es tut mir auch fürchterlich leid. Und ich denke, wir werden da drinnen das letzte Totem finden. Vielleicht die letzten zwei Trolle, das wäre zumindest schön. Oder wir finden gar nichts von beidem. Gut. Hätte man das auch besprochen. Und vielleicht ist das letzte Trolltotem dann beim Chef oben, also beim Boss. Ja, vielleicht habe ich das da übersehen. Ich laufe den Weg. Mit den Augen ganz genau auf der Umgebung. Da haben wir schon mal Blut übersehen oder übersehen, nicht mitgenommen. So. Ja, ich will Geschwindigkeit. Ist da irgendwas? Nein. Gut, na dann geht's jetzt zum Boss. So, das Eisen haben wir bekommen, was gut ist. Das Holz haben wir bekommen, was auch nicht schlecht ist. Und das extra Gold von dieser Nebenaufgabe. Also, ich meine, wir haben 1 Million Gold. Ich traue mich behaupten, dass wir wahrscheinlich so schnell nicht an Goldprobleme kommen werden, hoffe ich. Wenn ich jetzt an Blödsinn rede, dann ist das eh logisch.
Zumindest für meine Verhältnisse. Also ich denke jetzt. Ich glaube, ich werde bei lebendigem Leibe gekocht. Ja. Aber das macht nichts, da drin ist eher ein Kalterungsteam. Ja, da sind die letzten zwei Trolle drin. Das ist für gewöhnlich der Zeitpunkt, an dem die schweren Jungs raus zum Spielen kommen. Ich dachte, wir sollten hier gegen etwas Gefährliches antreten. Und da ist es. Da drüben. Das da? Das ist doch winzig. Wo bleibt da die Herausforderung? Ich habe den Wächter getötet. Pass besser auf dich auf. Ja. An euch gebe ich auch ein paar mit. Ja, solange die Heilung noch mitspielt, können wir das machen. Sobald die Heilung raus ist, können wir das nicht mehr machen. So. Schnapp. So, der erste liegt. Ja, du hast ja coole Moves drauf, Kamerad. So, und jetzt habe ich Zeit beim Kämpfen, weil ich bekomme Heilung ohne Ende, du bekommst ein bisschen Schaden dadurch. Und ich habe jetzt noch meinen. Na schau! So klein! Nicht die Größe ist wichtig. Es kommt darauf an, wie man sie nutzt. Das ist. Ach, so ein billiger, blöder Spruch. So, ich denke, das gehört mir. Bündnis in Flammen. Juhu! Ich hätte wohl besser wissen müssen, dass man nicht den Kriegswolf ausziehen lässt, um Diplomatie walten zu lassen. Grimnir hatte nun alle Riesen auf seiner Seite. Eine noch nie dagewesene Allianz, eine unaufhaltsame Macht. Selbst mit einem von Sindris Hämmern in ihrem Besitz. Welche Hoffnung besteht jetzt noch für die Wölfe Midgards? Das Bogma. Wir sind die Helden. Nicht sein. Doch. Als ob unser Glück nicht schon genug auf die Probe gestellt wurde. Nun hat das Schicksal sein finales Banner enthüllt. Seherin, was erschaut ihr? Die Bischöfe Romanans beharren auf ihren Wunsch, Albion sowie die Wikinger-Clans unter imperiale Regentschaft zu zwingen. Six, den Bischof gibt's auch noch. Das Kastell bei Kerlion mit seinen verbliebenen Truppen. Leider ist dies nicht unsere einzige Sorge. Meine Mutter teilte mir mit, dass die Dwerger auf dem Vormarsch seien. Sie befinden sich ebenfalls auf dem Wege nach Albion. Wird Grindel uns in der Schlacht gegen Simul und ihre Verbündeten zur Seite stehen? Wahrscheinlich nicht. Sie hat nicht viel übrig für ihre Nachbarn, die Etin. Sie wird mich warnen, wenn sich ein Portal aus Dwergheim öffnet. So eine Warnung, so wird mir das Verschonen ihres Lebens also gedankt? Also nun ist die eine Alarmglocke. Ja, das nehme ich. Und wieder einmal bin ich gefragt, nicht wahr? Beim Antlitz Hels, das ist kaum auszuhalten. Zügle deine Wut, Kind. Nutze deinen Zorn für die bevorstehende Schlacht. Mirtin wird seine Magie gegen die Dwerger aufwenden, wenn sie kommen. Aber er wird eure Hilfe brauchen, wollt ihr siegreich sein. Na, ich will auf jeden Fall siegreich sein. Also, nur noch einmal zum Verständnis. Ich muss gegen eine imperiale Legion, einen weiteren verrückten Bischof, Simuls Etin-Horde und einer Garnison ihrer Dwerger antreten?
Die Krieger Albions nennen euch den Bezwinger der Riesen. Und sie sagen, es wurde prophezeit, dass ihr ihnen die Rettung bringt. Ich für meinen Teil glaube fest daran. Ihr müsst den Sieg erlangen, denn erlangt ihr ihn nicht, bedeutet es das Ende aller Welten. Ragnarök wird kommen und selbst die Götter werden nicht mehr sicher sein. Ich kann unter Druck am besten arbeiten. Na passt, aber jetzt können wir, bevor wir irgendwas anderes machen, den Schmied herrichten, den Waffenschmied, dann den Rüstungsschmied. Und wieder einmal führst du Vaniriten gegen Vaniriten in die Schlacht. Wann hört dieser Wahnsinn endlich auf? Seit wann sind wir per Du? Das ist die viel wichtigere Frage, Kamerad. Jetzt kann man nichts mehr aufrüsten. Ist das ein Einhand? Nein. Also ein 1040er, was ist ein Hammer? Dann haben wir als nächstbestes halt 1200. Das ist zweihändig. Auch zweihändig. 1041er Schwert. Was war der Hammer? 1040, 1041 war das halt. 1040. Ja, auf jeden Fall ist der Mjölnir besser, keine Frage. Aber, also was kann denn da bogentechnisch auf uns zukommen? Ist da gerade 800, 845, na, holla die Walfe. Gut, jetzt der Rüstungsschmied. Das Imperium kehrt zurück, sage ich da nur. Hat der gerade gesagt, trete dir denn in die Ärsche? Junger Mann, Kontenance. Ja, Rüstung ist das Stichwort. Eine 700er Rüstung, gut. Nein. Bevor wir irgendwas bauen, gehen wir noch zu unserem fröhlichen Händler. Vielleicht hat er was Besseres im Gepäck. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, was in Albion geschieht. Ah. Den sollten wir einfach nur so kaufen, weil er. Naja, weil wir es können und weil wir den dann in die Box legen können für. Falls es mich lustig oder nicht ist, dann privat natürlich noch einmal Spiel. Braucht ihr eine neue Rüstung? Ja, gib mir diese. Und mach sie mindestens blau. So, Helm ist glaube ich. Halt, Helm. Ja, ich meine, wir können es sich leisten. Im Moment noch, ne? So, der Helm hat nur mehr Rüstung und sonst eigentlich nichts. Der Helm hat auch nichts, das ist ja super. Die Rüstung hat Rüstwert drauf. 2 Zuwachs, 2 Dauer, ja, das ist kein wirklicher Unterschied zum Sehen, für mich jetzt persönlich. So, dann legen wir mal die Waffe rüber, den Bogen rüber. Ist da noch was? Achso, das will ich mir tatsächlich anschauen. Betäubungsimmunität, das ist wirklich nicht unpraktisch. Kritische Trefferquote, den nehme ich. Weil, wenn du nicht mehr so richtig gut betäubt werden kannst, bist schon besser unterwegs als vorher, ne? So, was machen wir da? Regeneration, Zorndauer, Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, reflektierter Schaden, na, das will ich nicht hergeben. So, den Altar, glaube ich, haben wir schon auf Maximum, weil da geht es ja nur bis Level 3 von den Gaben.
Gehst du noch einmal herrichten? Nö, kannst du nicht. Ja, das ist es. So, dann probieren wir da unser Glück. 81 Jüton, ja, und dann wird das Zeug nur grün. So, wie viele Dingensens hast du? 3. Du gibst mir ein bisschen mehr Leben. Abklingzeit, ja, das ist mir egal. Aber die Heilung ist wichtig, dass man da viele, eine hohe Heilung haben, meine ich. So, was? Ja, ich probiere mal einen, ne? Nein, das war schon zu teuer. So. Dann haben wir da noch einiges zum Zerdeppern. Was sagt die Uhr? Ja. Schade, aber nein, danke. So, haben wir da noch was? So. Gut, dann gehen wir jetzt eine Waffe basteln, ne? Und hoffentlich kriegen wir eine richtig, 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 richtig gute dabei raus. Waffe. So, die Axt hat 0,6 von der Geschwindigkeit her. Das ist 2 Hand, das ist 1 Hand. 0,5, das ist schon mal schneller. Und der, ist das der stärkste? Ja. Der hat 0,65. Der Mjölnir hat auch 0,65. Kritischer Trefferschaden 1,5-fach. 2. 2,2. Und er ist schneller. Also, die Axt ist schneller. Da mache ich jetzt 1-2 und zum Schauen, ob ich da was wirklich Gescheites rauskriegen könnte. So, also 4 Stück, machen wir 5. Mit 3 Sockeln drauf. Damit kann man es anfangen. So, jetzt zeige ich mal her. So. 1124 plus 3 Kälteschaden plus 4 Lebensraub. Na, ein Sockel Angriffsgeschwindigkeit. Was ist der mit den 15 Giftschaden plus 10 Blutbonus? Und du hast 12 Giftschaden. Ich glaube, da würde ich mit dem gehen, weil er A3 Sockel hat und Giftschaden dazu gibt. Und wir sind mit Loki ja mit Gift gut unterwegs. Wer hat sich das an? Der Rest wird kaputt gemacht. So. So. Na schau, ein Glück haben wir, wie ich da uns die Level rangeholt habe, auch ein paar gute Gegenstände bekommen, mit denen ich uns gut Jotunjan rangeholt habe. So. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen, ne? Na. Gut. Dann haben wir jetzt
900 bis 930 und 800 bis 850 Schaden. Also ich meine, da sind wir gut unterwegs. Gut. Dann werde ich da jetzt gleich einmal die Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Mir hat es Spaß gemacht, vor allem mit Mjölnir kann man jetzt auch richtig schön mit dem Hammerwurf aus der Ferne angreifen, was ich irrsinnig gut finde. Ja, lasst mal ein Abo da, schreibt mal einen Kommentar, freue ich mich riesig drüber, gebt mal einen Daumen nach oben, erzählt das euren Freunden und wir sehen uns. Pfiat euch, Baba, macht es gut.